Hallo, mein Name ist Ralf Ludwig. Ich bin Rechtsanwalt für Querdenken 711. Ich unterstütze Querdenken 711 juristisch bei der Anmeldung und Durchführung der Versammlung in Berlin am 29.08. Wie ihr alle gehört habt, sind heute eine Menge Verbotsbescheide gekommen. Das heißt, alle Versammlungen, die Querdenken angemeldet hat in Berlin vom 28.08. bis zum 6.09. sind aktuell durch den Berliner Innensenator verboten worden. Wir lesen gerade die Bescheide. Wir haben ein Anwaltsteam. Das Anwaltsteam befasst sich damit. Wir werden vors Verwaltungsgericht gehen. Wir werden natürlich auch im Zweifel das Bundesverfassungsgericht anrufen, wenn nicht bereits auf Ebene des Verwaltungsgerichts oder des Oberverwaltungsgerichts dieser Bescheid aufgehoben wird. Wir gehen davon aus, dass die Versammlung am 29.08. stattfindet. Bleibt hier auf diesem Kanal. Es gibt den Kanal Klagepaten bei YouTube und den Kanal Klagepaten bei Facebook. Wir werden euch jetzt regelmäßig informieren. Die Anwälte sitzen zusammen, werden in circa einer Dreiviertel bis einer Stunde hier auf diesem Kanal Informationen darüber geben, was in dem Bescheid drinsteht, warum das Ganze verboten ist. Derzeit sieht es so aus, dass es eine reine Gesinnungssache ist. Das heißt, dass man die Menschen, die demonstrieren will, nicht in Berlin haben möchte. Und wir werden es prüfen und werden euch konkrete Informationen demnächst hier liefern, dass ihr genau wisst, wie sieht es gerade aus, wie geht es weiter.